Ich fahr nur alte Karren, will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel. Doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Ja, moin zusammen. So, heute geht's los mit dem Zahnriemen. Die anderen Teile haben wir immer noch nicht gekriegt. Fürs Getriebe. Ja, das ist wieder mal spannend. Was sich der gute Mensch da denkt. Interessanterweise waren die Sachen schon hier. Beziehungsweise laut Verfolgung, Paketverfolgung etc., waren die Sachen schon längst hier. Und dann, also ins Zustellfahrzeug eingeladen, die Zustellung erfolgt heute. Ja, nur zugestellt wurde es nicht. Manchmal, ne? Einfach nur manchmal. Ja, so, was machen wir denn als erstes? Als erstes entspannen wir den Keilrippenriemen. Ja, das machen wir mal zuerst. Ich hätte schwören können, das war das ist der 17er, sag ich doch. So. Runter mit dir. Ja, komm mal raus. So. Ja, und immer wenn man gerade anfangen will zu arbeiten, total motiviert, kommt die Post. Beziehungsweise die Lieferung. Mal gucken. Was ich also überhaupt nicht leiden kann, wenn immer die Originalsiegel aufgezupft werden, ne? Deutsch, die haben das schon mal versendet. Ja. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir den Filter mit Dichtring. Perfekt. Die Tüte wenigstens noch zu. Ah, hat einer den falschen Filter bestellt. Lass mich raten. Er hat ein Aisin-Getriebe und hat für das 4AG bestellt. Ja, das könnten die echt mal dabei schreiben. Ja, wenn man es nicht weiß, finde ich das immer ein bisschen komisch. So, es gibt verschiedene Ölwannendichtungen. Die sind zum Glück dabei. Das ist gut. Haben wir die, ja, die kleinen runden Dinger haben wir auch, die da in den Gummis sitzen. Perfekt. Ich glaube, die ist das beim Golf. Das 4AG hat in irgendeinem Auto, jetzt frag mich nicht welches, hat eine andere Dichtung. Ja. Servicepaket halt, ne? Meile ist schon gut, muss ich sagen. Die denken da schon ein bisschen mit. Was haben wir hier? Ah ja, den neuen Verschlussstopfen und die Sicherung. Auch gut. Und neue Schrauben für die Ölwanne und einen neuen Magneten. Ich bin beeindruckt. So, und das Öl. So, eins habe ich noch zusätzlich zum Überspülen. Habe ich noch hier. Aber wir machen erstmal den Zahnriemen. Wir müssen das Öl natürlich warm fahren, ne? Bevor wir es rauslassen. Macht also relativ wenig Sinn, da jetzt einfach das Öl rauszulassen, dann hast du den ganzen Klumpatsch da trotzdem drin sitzen. Also einmal richtig warm fahren, dann direkt rauf auf die Rampen, raus mit dem Öl, runter mit der Ölwanne. Ist immer ein bisschen unangenehm, wenn es so heiß ist, aber besser, ne? Alle Schwebstoffe schweben so vor sich hin und alles wird rausgespült, das ist schön. Gut, wir machen aber erstmal weiter mit dem Zahnriemen. Ja, da sind wir wieder beim Zahnriemen. Mal gucken. Wie es denn hier so aussieht. So, den haben wir runter. Kommst du da jetzt raus?
Keilrippenriemen. Den gucken wir uns natürlich auch sofort an, wenn er einmal raus ist. Ne? Licht. Das ist okay. Ne? Sieht man. Und da jetzt Risse wären in diesen Rippen, sollte man ihn austauschen. Ist aber alles schön. Ne? Gut. Der kommt zur Seite. Ja. Gut, dann haben wir den. Die Motor, genau, der Motor muss, ach, die Motorbrücke, der Motorhalter hier muss raus. Ansonsten müssen wir den Zahnriemen auf der einen Seite wieder zusammenstricken. Das wollen wir natürlich nicht. Ne? Gut, Wagengeber gleich mal rauswühlen. Den ich natürlich hinter dem Motor, den ich ausgebaut habe, war klar. So, hier sehen wir den Zahnriemen, die Spannrolle. Wasserpumpe rechts unten. Da, jetzt fokussiert das Ding. Rechts unten ist die Wasserpumpe. Ne? Und ihr seht, ein Zahnriemen geht nicht raus. Der Motorhalter geht da mitten durch. Ne? So. Dann bereite ich das mal eben vor mit dem Wagenheber, weil wir müssen den Motor lösen. So, jetzt sehen wir auf der Seite schon mal die Abdeckung aus dem Radhaus. Ne? Hier sehen wir jetzt den Motor relativ frei, den Riementrieb. Den Riemen haben wir schon abgenommen. Rad ist runter, klar. Ne? Wir werden gleich hier drin arbeiten. Der Wagenheber sitzt hinten vorsichtig an der Kante vom Motor. So, und als nächstes bauen wir den Motorhalter aus. Ne? Jetzt kann er nicht mehr runterfallen, der Motor. Ne? Sind wir uns einig? Aber vorher, bevor wir irgendwas an dem Riementrieb machen, ich habe extra eine Wanne jetzt komplett sauber gemacht, dass wir das Kühlwasser auffangen können. Das packen wir natürlich wieder rein. Als erstes machen wir hier mal den Deckel auf. Und lassen das Kühlwasser ab, weil wir nehmen gleich die Wasserpumpe logischerweise raus. Ne? Die wechseln wir da selbstverständlich mit. Wir haben extra eine mit Metallrad besorgt. Und das Zeug sieht noch gut aus. Ne? Also richtig gut. Und ja, deswegen lieber auffangen. Je weniger man es recyceln muss, umso besser ist das am Ende. Ne? Der Motorhalter ist nach einer riesigen Operation draußen. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir den jetzt auf OT stellen. Ne? Das ist die Grundvoraussetzung für einen Zahnriemenwechsel. Das bedeutet, wir drehen unten an der Kurbelwelle auf OT und hoffen, dass hier oben, hier sieht man OT, ne, den Pfeil, dass hier oben auch OT ist. Ansonsten drehen wir nochmal durch. Ne? Ihr kennt das jetzt mittlerweile, denke ich. So, dann wollen wir mal gucken, was brauchen wir denn da? Einen gekrüpften Schlüssel. Und ein Vielzahnprofil. Okay, das ist auch ein bisschen anders. Wir müssen zuerst die Riemenscheibe runternehmen. Okay, dann machen wir das zuerst. Wie immer bei den Riemenscheiben, klopfen wir vorher kurz an, ne? Bevor wir daran drehen. Schrauben sind nämlich recht hartnäckig. Ah, in dem Fall geht's sogar. Sieht gut aus. Sehr gut.
Die ist mit Schwingungsdämpfer. Lässt sich aber auch nur montieren, wenn der Kollege hier in der Mitte ist, ne? Ja. Das kennzeichnen wir uns mal gleich ein bisschen, wie die jetzt gesessen hat. Weil da sind zwei. Zwei Löcher, wo das Ding rein könnte. Jetzt haben wir uns da einen kleinen Kratzer gemacht. Da war der drin, ne? Nicht, ne? Es ist immer so ein bisschen mit der Wuchtung und so. Ja, wie gesagt, das Ding hat einen Schwingungsdämpfer mit drin. Ist also ziemlich schwer. Nicht, dass da irgendwie eine Unwucht ist. Weil man hier ganz gut sieht, dass da oben sind Wuchtungsbohrungen hier. Ne? Also darf das ruhig mal gut funktionieren. Gut, wollen wir mal gucken, dass wir den auf OT drehen. Ne? Wo haben wir denn die OT-Kennzeichnung auf dem Zahnrad? So, nachdem ich jetzt ein bisschen verzweifelt bin, um den OT-Punkt zu finden auf der Kurbelwelle. Wie gesagt, 2 Liter Golf, der erste. Ne? Ja. Hier oben, die beiden Kerben, das ist OT. Ne? Ja. Um das mal zu zeigen, wie das beim 2 Liter Golf ist. Hier, weil ich muss mich ein bisschen aufregen, weil in den Foren sind wieder nur Klugscheißer unterwegs gewesen. Ja, wenn du das nicht weißt, dann lass das am besten sein mit dem Wechsel. Das hilft total, wenn jemand fragt. Ernsthaft. Das hilft wirklich. Ja? Wenn jemand eine technische Frage stellt, dann erwartet man eine Antwort und kein dummes Gelaber. Das ist unglaublich, wirklich. Ja, also die untere Abdeckung wieder montieren. Das Rad, deswegen habe ich hier unten ja das Zeichen gemacht, ne, auf welchem Ding das Ding war, weil wir haben es zweimal. Ne? Ja, okay. Dann ist das hier OT und auf der anderen Seite ist der Kollege da. Jetzt sieht man das total gut. Ne? Sieht man den Schlitz da und da oben den Pfeil? Jetzt sieht man es, ne? Ja, jetzt stehen die auch übereinander. Ich wage aber zu bezweifeln, dass hier die Steuerzeiten stimmen. Weil, der Motor ist tödlich müde. Ernsthaft, für einen 2-Liter-Motor ist das armselig, was da rauskommt. Ich tippe mal, irgendwas stimmt hier nicht mit den Steuerzeiten. Entweder ist der Zahnriemen länger geworden. Dafür spricht seine unglaubliche Spannung. Ja. Oder das ganze Ding ist einfach mal. Ja, das ist ein bisschen viel, ne? So, in meiner unendlichen Freundlichkeit habe ich es gekennzeichnet und so, zwar so, dass VW-Schrauber das sofort verstehen. Ne? Da oben auf diesem Lunker von, also so ein Gussrest, ne? Stabilisierung. Und unten den Zahn direkt. Ne? Man hätte es auch einfacher machen können. Bei jedem anderen VW ist ein Zahn abgeschrägt. Das wäre jetzt der, um da oben drauf zu zeigen, bei OT. Beim 2 Liter muss das natürlich komplett anders sein. Beim 2 Liter Schalter muss es hinten am Getriebe ein Fenster aufs Schwungrad sein, wo kein Mensch reingucken kann. VW ist manchmal, ja, sehr humorvoll, sagen wir mal so. So, da ist er raus, der Riemen. Lass uns mal angucken. Ja, ja, der ist sowas von fertig. Ja, man Sichtkontrolle mit Wartungsfreiheit verwechselt. Ne? Der Wagen war ja nur relativ häufig in der Werkstatt. Ja. Ja. Problem an der ganzen Sache ist, dass der nicht unbedingt, sagen wir mal, irgendwie stimmten die Steuerzeiten nicht. Auf gar keinen Fall. Der war sehr, 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 sehr locker. Ich glaube, der war schon ein bisschen länger. So, jetzt mal den Spannarm angucken da.
Ja, und mal gucken. Spannrolle ist noch in Ordnung. Irgendwo mal. Oh, SKF. Ja, gut. Nicht schlecht. Ist auf jeden Fall auf Qualität geachtet worden. Ja. Ja, das ist hier die Spanneinrichtung. Ne? Es wird hinterher gespannt, dass der Kollege hier so in der Mitte von diesem Pfeil sitzt. Ne? So wird gespannt. Mit halt dem Werkzeug. Okay. In diesem Exzenter wird das Ganze gespannt. Ne? Wenn ihr seht, das ist ein Exzenter. Ja, sieht man hier, ne? Gut. Ja, und dann halt bis das Ding da oben einrastet. Ach, nicht einrastet, rastet nicht ein. Ne? Ja, bis das angezeigt wird. Das kann man für einen Rasenmäher noch mal ganz gut gebrauchen, für so einen Antriebsriemen. Ne? Also von daher nicht wegschmeißen. So, Spannrolle ist auch immer ein Thema. Ne? Haben wir Spiel, haben wir nicht. Dreht nicht wahnsinnig oft, aber allzu lange hält die nicht mehr durch. Ne? Ja. Das ist, naja. Also die kann wieder rein, aber also wenn es mein Auto wäre, ich würde sie neu machen. Leider ist das meistens so, zwei Riemen, eine Spannrolle. Ja, ist echt. Keine Ahnung, was sie sich bei den Spannrollen da denken. Noch ein bisschen was. Sehr gut. Getroffen. Okay, das Kühlmittel sieht natürlich gut aus. Jetzt gucken wir uns mal die Wasserpumpe an. Ja, leider eine Plastikwasserpumpe. Lager ist okay. Dreht sich nicht von alleine, ne? Also die Fettfüllung sollte noch drin sein. Ja, aber der Gummiring ist ziemlich hart. Ja, aber wie gesagt, so als Reservewasserpumpe finde ich mal nicht. Das war ein Witz. Wasserpumpe. Da. Wie man sieht, hat es wesentliche Vorteile, wenn man vernünftiges Kühlmittel und benutzt und das regelmäßig wechselt. So habt ihr keine Korrosion, wie man hier sieht. Ja. Einen vernünftigen, sauberen Sitz und weniger Probleme mit der neuen Wasserpumpe. Also ihr braucht nicht so wahnsinnig viel sauber machen. Ihr reicht jetzt eine einfache Reinigung. Ne? Und dann hat sich das auch schon erledigt. Dann kommt die neue da rein. Jo. Ne? Alles wunderschön.
So, die Dichtung an der neuen Wasserpumpe. Da kommt jetzt ein bisschen Kühlmittel drauf. Flutscht besser, ne? Weil es so schön war, noch einmal nachziehen. Passt. Passt. So, 15 Newtonmeter, alle fest. So. So, jetzt mache ich das mit der Spannrolle, mache ich mal ohne euch. Also, die Spannrolle im eingebauten Zustand muss 5-mal von Anschlag zu Anschlag gedreht werden. Ja, ja, kein Witz. Wahrscheinlich muss sie sich irgendwie setzen oder weiß der Teufel, keine Ahnung. Auf jeden Fall steht das so in der Vorschrift. Mit dem Schlüssel, den ich euch gezeigt habe. Ne? 5-mal von Anschlag zu Anschlag, rechts, links, jeweils. Ne? Ja, was man auch immer damit bezwecken möchte, dieses mit dem Hin- und Herdrehen, ich habe keine Ahnung. Erschließt sich mir nicht, selbst wenn ich mir die Rolle genau angucke. Kein blassen Schimmer. So, Drehmoment haben wir auf der Wasserpumpe. Drehmoment kriegen wir gleich auf der Spannrolle. Die Spannrolle kriegt übrigens 20 Newtonmeter. So, so machen wir mal als allererstes unten auf die Kurbelwelle. Erste Spannung. An der Kurbelwelle zweimal durchgedreht. Wir sind hier oben. Wir sind hier oben irgendwo, wo wir nicht schauen können. Sieht recht gut aus. Dafür müssen wir aber unten mal eben kurz die Platte aufbauen, dass wir unten den OT genau finden. Und ja, dann sehen wir hier oben ein bisschen weiter. Ein Zahn übersprungen, wird jetzt keinen Knall geben, aber Leistungsmangel, Motorprobleme. Ja. Deswegen lieber dreimal gucken, als hinterher in der Gegend rumrennen und den Zündzeitpunkt anpassen wollen und so weiter. Ne? Das kennen wir schon. So, um nochmal einen genaueren Blick zu erhaschen, da ist die Kerbe auf Kerbe, ne? In der Mitte sieht man das. Und oben so, welcher ist das jetzt? Verdammt nochmal, diese Kerbe sieht man kaum. Und zwar ist das er hier? Genau. Steht gut. Okay. Dann drehen wir jetzt nochmal durch und dann sehen wir weiter. Wie gesagt, das kann man auch mal dreimal machen. Lieber dreimal jetzt als später kaputt. Ne? Macht's lieber. Ihr könnt es machen, wie ihr wollt. Ne? Mir ist es egal. Aber also ich drehe da immer dreimal durch. Also die Kurbel will jetzt zweimal durchdrehen und das dreimal hintereinander. Wenn es dann immer noch passt, passt es. Wenn er dann zwischendurch durchrutscht, dumm gelaufen. So, die Riemenscheibe bauen wir wieder auf. Die kriegt 25 Newtonmeter. Ne?
ich so jetzt raus. Ja. Halte ich ehrlich gesagt für ziemlich wenig. Aber steht so in der Anweisung. Okay. Na denn. Na gut. Okay. So. Die Spannrolle spannt. Hier sehen wir es ganz gut. Spannrolle ist perfekt drauf. Angezogen mit Drehmoment. Wasserpumpe angezogen mit Drehmoment. Steuerzeiten scheinen mir zu stimmen. Jetzt drehen wir nochmal. Bei meinem Glück jetzt genau daneben. Da kommt die Kerbe. Ja, Kompression, da ist er. So ein bisschen vorbeiflutschen lassen. Wo ist die Kerbe jetzt hin? Da. Sehr gut. Passt genau. Oben gucken. Passt genau. Ja. Jetzt sieht man vielleicht die Kerbe, ne? Und oben den Pfeil. Jetzt muss man sich das nur noch vorstellen, dass es übereinander liegt. So ungefähr. Ja, und dann passt das auch. Ja, Steuerzeiten passen. Dann wollen wir mal gucken. Ja, hört sich gut an. Riemen verläuft in Ordnung. Perfekt. So, wie man hier sehr schön sehen kann. Umbau in umgekehrter Reihenfolge. Alles wird zusammenlöten. Ja, was hier alles so rumhängt. Ja. Alles kein großes Thema. Ist ein bisschen anders als bei anderen VW-Motoren, aber das kann VW halt gut, ne? So mitten in der Serie. Auch komm, wir machen es mal völlig anders. War zwar vorher gut, aber warum nicht? So, ja, Spannrolle wieder rein. Ist wohl ihr letzter Auftritt, denke ich. Ja, und dann ist die Sache schon mal erledigt. Ja, es ist schön windig. Ich wünsche euch schon mal einen sanften Start ins Wochenende und wir sehen uns am Sonntag wieder. Bis dann.